Moin Leute! Am heutigen Tag bohren wir nach Öl, um ordentlich Geld zu verdienen. Und zwar bei einer kleinen Runde von Turmoil. Ich habe gerade ein Stück Land zugewiesen bekommen. Das sind unsere Gegner. Ich bin dieser coole Cowboy da unten. Da sehen wir das. Jeder von uns hat 20.000 Dollar. Du kannst mich auch besuchen, wenn du dir etwas Geld leihen möchtest. Ja, hier ist einmal das Rathaus, die Bank. Aber wir werden jetzt direkt losfahren. Wir müssen nämlich jetzt Geld verdienen. Holen wir uns das ganze Öl. Wir nehmen 2000 Dollar mit, um die Inbetriebnahmekosten decken zu können. Bist du bereit? Oh ja, Jill. Okay, wir haben jetzt diese 2000 Dollar und müssen einmal so Wünschelroutentypen einstellen. Die müssen nämlich jetzt hier für uns nach Öl suchen. Und dann können wir so einen Bohrturm aufstellen und dann verkaufen wir das hier an diese Left Inc. Und die geben uns je nach Tageskurs einen bestimmten Betrag für unser Öl. Das geht halt mal hoch, mal runter. Und die checken jetzt den Boden, ob sie irgendwo was mit ihrem Radar finden. Oh, der Erste hat was gefunden. Zack. Okay, dann würde ich sagen, na, ich gehe mal so. Zack. Und jetzt wird gebohrt und mit... Ja, da ist was. Da hinten auch. Oh, das ist ein gutes Vorkommen. Oh, das ist richtig gut. So, und jetzt müssen wir hier so einen Pferdewagen... Und, oh, die Preise gehen jetzt gerade aber ein bisschen runter. Aber um Geld zu verdienen, werde ich schon was verkaufen. Aber ich werde auch ein Silo hier einmal hinstellen. Weil dann spekulieren wir zukünftig auf bessere Preise. Weil nochmal werde ich das da nicht verkaufen. Weil wenn ich das jetzt hier auf Null habe, dann packt er das in mein Silo. Ich würde eigentlich gerne hier noch so ein Ding bohren. Warte mal, ich glaube, das mache ich auch. Ich werde hier noch einen errichten. Zack, weil dann sollen beide... Ja, aus dem gleichen Vorkommen was rauslutschen. Weil das ist wirklich riesig, glaube ich. So, hier nehme ich nochmal einen Pferdewagen. Oh, die Preise steigen auch aktuell wieder. Und jedes Level, das ist jetzt das erste Level, die sind zeitlich begrenzt. Aber weiter als das habe ich auch noch nicht gespielt. Oh, so, ich glaube, wir werden jetzt mal verkaufen. Kann ich mir eigentlich noch einen Wagen holen? Eigentlich wäre es doch ganz smart, oder? Oh, jetzt ist schon der letzte Monat. Ja, warte mal, dann sollen die noch viel mehr. Dann sollen die richtig Kohle machen. Also wie gesagt, weiter als das habe ich jetzt auch noch nie gespielt. Deswegen habe ich keine Ahnung. Eigentlich habe ich nur das Tutorial gespielt. Weil hier, das hier wird ja jetzt schon ganz gut leer gelutscht. Also ich glaube ich... Nee, ihr sollt das doch... Ach so. Ja. Bringt das mal schön daran jetzt. Oh, die Preise gehen aber auch wieder runter. Ey, die Preise gehen so in den Keller. Die Frage ist halt gleich, ob ich mein Silo behalten darf. Ach, guck mal. Jetzt wird überall angezeigt, am Ende des Levels. Ja, das war eine gute Quelle. Oh ja, die hätte noch viel gehabt. Die haben wir ganz gut leer gelutscht. Also, Verlust, Einnahmen. Warum habe ich denn jetzt Verlust gemacht? Ich dachte, ich war gut. Profite? Okay, die anderen waren jetzt aber auch nicht so viel besser. Was hätte ich jetzt besser machen können? Viel mehr Öl abtransportieren und alles verkaufen. Weil ich hatte ja noch total viel Öl im Tank drin. Aber nun gut. Howdy, mein Name ist Fred Metal. Versuchst du deine Ölforderung effizienter zu machen? Schau in meiner Fabrik vorbei. Oh ja, da gucke ich gerne mal vorbei. Breite, Größe, Timer. Ja, ich muss erstmal Geld sparen. Rathaus? Was kann ich für... Landauktion. Ah, okay, jetzt können wir neues Land kaufen. Die hier. Okay, jetzt hat jeder was gekauft. Oh, guck mal, die kaufen hier aber... Boah, Alter, wie viel Geld haben die denn ausgegeben? Oh! Die Kap hat... Oh ja, das kaufe ich. Das finde ich ganz geil. Ja, dann lass uns doch mal bohren jetzt. Aber warum nehmen wir immer nur 2000 mit? Ich will mehr mitnehmen. Oh, was ist... Ach so, jetzt gibt es zwei verschiedene. Okay, Mr. Wünschelroutentyp. Ich werde wieder direkt zwei, weil so viel kosten die ja nicht. Ich hoffe, diesmal kann man ein bisschen länger spielen. Ey, Leute, Tipps und Tricks gerne in die Kommentare. Ich habe von dem Game noch nicht sonderlich viel Ahnung. Oh, jawohl. Einmal bohren, bitte. Sehr gut. Und einmal ein bisschen runter. Oh, da ist auch noch was. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, wir müssen tiefer runter. Ich probiere allerdings auch noch mal ihn hier. Und hier gehen wir auch einmal runter. Wir haben halt nicht mehr so sonderlich viel Kohle, ne? Oh ja, da ist was. Oh, das ist gut. Perfekt. Direkt rangelüppt. Zack. Hier wird direkt verkauft. Vor allen Dingen... Oh, ey, da können wir richtig viel rausholen. Ich werde das direkt weiter anlutschen. Hier, von hier. Zack. Wird direkt mit angelutscht. Dann können die nämlich schön aus dem gleichen Ding trinken. So, wenn wir gleich wieder 150 haben. Ah ja, warte mal. Wir packen hier. Zack. Machen wir direkt eine 3 draus. Noch ein. Diesmal muss der Rubel rollen. Oh ja.
Das Ding werden wir so leer lutschen. Ich werde noch mal ein drittes hier hinhauen. Na, da gehe ich ein bisschen tiefer. Zack. Oh ja. Oh, das ist nice. Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen raus. Zumindest fühlt es sich so an. Könnte sich als Fehler herausstellen, aber ich grab hier auch noch mal einen rein. Zack. Oh, und. Alter, diese... Die ist riesig. Ihr könnt mir dann vielleicht mal sagen, wie ich das am besten optimieren soll. Weil die fahren jetzt ja manchmal, die machen jetzt das Ding ja nicht komplett voll. Na, aber ich habe jetzt hier ja nochmal die Chance, ein bisschen weiter zu bohren. Oh, ich habe was. Hier ist auch was. Das Ding ist natürlich, wir müssen hier ein bisschen... Oh, warte mal, hier? Oh, stopp. Hier gibt es jetzt einen besseren Preis. Da habe ich nicht aufgepasst. Verzweigungslimit erreicht, okay. Oh, hier ist schon trocken. Oh, das ist jetzt ja blöd. Guck mal, das haben wir nämlich jetzt schon trocken gelegt. Aber angeblich wird da doch noch was hochgepresst. Boah, die Kohle sprudelt jetzt aber schon gut hoch. Rohre können sich nicht kreuzen. Ja, schade. Ja, aber da komme ich nochmal ran. Wann ist denn jetzt dieses Level vorbei? Ich werde nochmal einen Wünschelruten-Typen holen. Weil wir haben jetzt ja echt... Oh, Finanzen? Ah ja. Ah, guck mal, hier können wir noch ein Darlehen aufnehmen. Okay. Ja, die Preise gleichen sich jetzt gleich schon wieder an. Ich sollte gleich mal gucken. Na, jetzt hier auf Null. Und jetzt gehen wir nämlich hier. Jetzt holen wir uns hier die Kohle. Ach so, da vorne hat er wieder was gefunden. Ach so, die können wir jetzt nur hier setzen. Ja, aber ist ja kein Problem. Er meint ja, hier ist was. Dann graben wir mal schön nach unten. Oh, der Rubel, der rollt richtig. Oh, letzter Monat. Oh, jetzt müssen wir nochmal ordentlich Kohle... Oh, hier geht einiges. Zack, direkt nochmal ein. Zack. Auch nochmal schön da rangehen. Okay, alle 11. Komm, jetzt muss nochmal gepumpt werden. Es ist letzter Monat. Holt noch mal alles aus dem Boden raus, was geht. Diesmal machen wir Kohle, Alter. 13.000. Porsche Cayman S-Jung. Das heißt wirklich geil. Okay, Alter, die gönnen sich. Die lutschen so viel aus dem Boden. Obwohl, so viel. Aber obwohl, hier ist doch eigentlich fast schon alles versiegt. Oder geht's noch... Oh, jetzt sehen wir alles. Oh, ja. Oh, wir haben die dickste Quelle angezapft. Geiles Ding. Da hatten wir Glück. Boah, stellt euch vor, wir hätten das hier oder das gehabt. 14.000 Profit. Grafiken. Ja, am Anfang. Bam, bam, bam. Und dann ging es irgendwann richtig gut. Oh, let's go. Wir haben ja viel mehr verdient als alle anderen. Als ob. Das ist geil. Jetzt ging das auch richtig los. Oh, was ist hier? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Edward. Ich bin so etwas wie ein Handwerker. Die Dinge, mit denen ich experimentiere, können dir helfen, Öl zu finden. Oh. Hallo, Edward. Was hast du denn da? Tiefe. Ja, Schnelligkeit. Möchtest du diesen netten Maulwurf haben? Er wird für dich graben. Er ist irgendwie sprunghaft. Schnelligkeit. Keine Lust mehr, ewig auf die Wünschelrutengänger zu warten? Damit werden sie schneller Öl finden. Ah, okay. Damit sie tiefer suchen können, ist auch geil. Haben wir denn bei der Fabrik vielleicht noch was Neues? Falls du das ganze Öl deutlich schneller fördern möchtest, verwende meine Technologie, um... Oh ja, geilere Rohre sind natürlich noch cooler. Verzweigung. Ich habe die Anschlüsse zwischen den Rohren optimiert. Oh, das ist auch geil. Aber ich glaube, ich würde gerne... Ja, Breite ist cool. Schneller Öl zu fördern, das finde ich geil. Die Wünschelrutengänger, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Das mit dem tiefer suchen. Obwohl, das könnten wir uns gerade noch leisten und wir hätten immer noch die 2000 übrig. Ja, doch. Ich glaube, das werde ich machen. Dann Landauktion. Start. Bereits gefördert. Ja, dann gucke ich mal hier unten. Oh nein, ich brauche Geld. Sir, ich brauche ein Darlehen. Ich hab's verkackt. Ich brauche 2000, bitte. Okay, danke schön. Los geht's. Oh, das war ein bisschen doof. Aber nun gut, okay. Oh ja, jetzt sucht er auch richtig schön unten. Irgendwie sollte man sich doch am Anfang viel eher ein Darlehen holen, oder? Oh, okay. Ew, ich bin da. Einmal runter, bitte. Oh, und wir haben direkt was. Sehr, sehr lecker. Oh, ist aber ein kleines. Deswegen gucke ich hier auch nochmal. Und anlutschen. Oh, direkt 2. Oh ja, können wir da fördern? Ah ja, er lutscht dran. Sehr gut. Einmal, zweimal und schön hier vorne kaufen. Beziehungsweise verkaufen. Na, sind aber leider sind die relativ klein. Ich brauche nochmal ein bisschen was Dickeres. Fürs Erste bringen die jetzt gut Kohle. Aber das wird halt schnell leer sein. Vor allen Dingen wird das Level wahrscheinlich noch länger gehen. Okay. Und auch einfach mal... Achso, ah, wir haben keine Kohle. Einmal runter. Ein richtig dickes Vorkommen, weil guck mal, wie schnell die schon leer... Oh ja.
Finde ich gut. Oh, ich habe geschlafen. Hier müsst ihr verkaufen. Ich glaube, diese neuen Rohre, der Kauf hat sich richtig gelohnt. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr geil. Ich werde jetzt auch mal gucken. Ja, obwohl, das leert sich auch schon ziemlich. Er soll hier nochmal weitersuchen. Weil ich glaube, das sind alles keine dicken Vorkommen, die er da rausgesucht hat. Weil die sind ja alle fast schon leer. Na, vielleicht haben wir diesmal einfach kein gutes Stück Land gekauft. Okay. So, Brudi, du musst jetzt mal richtig delivern. Da muss jetzt mal ein dicker Humpen dabei sein. Schwierig. Wir gehen nochmal weiter runter. Oh, was ist das jetzt? Ach so, das muss abgepumpt werden. Ah, krass. Oh, hier haben wir jetzt noch was. Aber das sieht auch wieder nicht sonderlich groß aus. Naja, das ist ein kleines Ding. Die sind lütt. Okay, ich hole mal ein paar mehr Pferde. Guck mal hier, das rechts ist gleich schon leer. Oder vielleicht ist das hier doch größer, als ich dachte. Oh, hier hat er noch mal was. Na, geh mal richtig rein. Ich werde hier auch noch mal einen hinsetzen. Und der soll mal nach da unten bohren. Vielleicht irre ich mich auch. Oh, da ist was Dickes. Hier ist was ganz Feines. Oh, wartet. Das hier auf Null. Das wieder hoch. Oh ja, hier wird jetzt richtig gebohrt. Zack, der geht auch noch nach unten. Der hier kommt auch noch mal dahin. Zack. Oh, das hier ist auch ein Dickes. Das ist auch dicker, als ich dachte. Oh ja, auch das hier. Da hier, an das gehen wir ran. Und das hier ist auch dick. Jetzt wird wieder ordentlich gefördert. Es wäre halt geil, wenn wir das hier richtig schön leer lutschen. Oh, die Preise gehen da wieder ordentlich runter. Ah, die Preise sind jetzt generell schlecht. Es ist schon letzter Monat. Okay, hier runter. Und hier wieder hoch. Hier geht es nämlich jetzt schön nach oben. Jetzt nochmal im letzten Monat ordentlich Kohle verdienen. Das ist jetzt wichtig. Ja, 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 guck mal, guck mal. Oh, oh, oh. Ja, die dicken Dinger, die haben wir geholt. Ölaustrittsstrafe. What? Alter. Okay, davon hat mir aber niemand was erzählt. Ah, das war geil. Hallo, ich bin Rainer, der Trainer. Ich kümmere mich um die Pferde, damit sie gesund bleiben und arbeiten können. Sieh in den Stallungen vorbei und vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Die kann man auch upgraden. Das ist cool. Aber nun gut, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Turmoil. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr super gerne einen kleinen Like da lassen. Falls ihr Lust habt auf mehr ebenfalls. Hier sind jetzt noch weitere Videos, könnt ihr euch gerne angucken. Vergesst natürlich nicht Paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.